Herzliches Wiedersehen, herzliches Willkommen an alle, die mir treu geblieben sind nach dieser etwas doch längeren Pause. Ich hatte einen PC-Umbau, das heißt neues Mainboard, neue CPU, eine schnellere, viel schnellere CPU und ein bisschen mehr Speicher. Demnach wirkt sich auch mein Let's Play hier auch besser aus. Da musste ich auch noch ein bisschen Einstellungen machen. Probeeinstellungen und Proberendering. Was ist besser? Ich habe immer zwar noch die alte Grafikkarte, die nicht so viel bringt, sage ich jetzt mal. Aber für diese Sachen reicht das. Und die CPU, über die ich rendere, da kann ich jetzt richtig mit hoher Bitrate rendern. Und zwar noch in HD, aber das reicht ja auch aus. Ja, die Software ist noch nicht alle komplett drauf, aber für die wichtigen Dinge, wie zum Beispiel Bearbeitungsgeschichten und Privatgeschichten, reicht das jetzt aus. Ja, und natürlich auch für Let's Play und Gothic. Dann gucken wir doch einfach mal nach. Wir wollen nämlich mal die Gorbos versuchen, da in der Höhle auszuhebeln. Weil ja, Oleg ein neues Lied braucht, der singt ja immer nur das gleiche. Oder irgend sowas. Er heißt ja nicht Oleg Gabalier, sondern Oliolier. Nee, Quatsch. So. Mal gucken, wie viel haben wir denn hier? Da hinten steht ein schwarzer Gobo. Direkt am Feuer. Wäre natürlich gut, wenn ich ihn jetzt hier locken würde. Da ist er doch schon. So. Hätte ich jetzt erstmal. Nee, das war jetzt doof. Mann. Ja, einstecken und abhauen. Und diesmal wird gleich zugeschlossen. Zugeschossen, ne? Nee. Los, komm. Jetzt kommen sie. Kommen sie. Und jetzt aber. Also mal richtig schön rauslocken hier, die ganze Geschichten. Rauslocken. Komme ich eigentlich hier oben hoch? Könnte ich die von oben abschießen oder sowas? Nee. Ah, da hinten. Was ist mit dem los? Guck mal. Okay. Bringt nichts. Ich bin immer noch so träge hier. Ich fasse es nicht. Super geil. Bin jetzt noch im letzten Moment. Und übrigens. Ja. Oh, sorry, ich bin jetzt völlig durcheinander. Bist du noch da? Haut ab. Okay, gut, jetzt mal ganz schnell was futtern. Ja, ich glaube, Schinken bringt viel. Oh, bloß Pfeile schützen. Ah, jetzt habe ich das. Ich glaube, normale Gurus kann ich gut mit dem Schwertje. Und er steht ja auch alleine. Das könnte eine Chance sein. Wir sind gespannt. Guck mal, da liegt noch ein brennender Pfeil. Achtung. Und hau auf den Gobo, den Pobo. Und nicht zurück. Na, bist du verrückt? Am Abgrund der Dummheit oder was? Oh ja. Das ist ein normaler Gobo. Der lässt sich hoffentlich. Ah, der hängt da. Genau wie der andere. Shit. Okay. Da ist nicht zu holen. Ey, wow. Das war aber jetzt mal sehr, sehr, sehr knapp. Und zwar hatte ich den Bogen eingesteckt und hat dabei einen Feuerpfeil verloren. Hammer. So, es ist Mittagszeit, 13 Uhr. Wir müssen leise sein, vor allem die Nachbarn. Ja, aha, gut, okay. Ja, das ist wieder ein normaler Gobbo. Also, rauslocken. Das ist jetzt die Devise. Rauslocken und hoffen, dass ich hier an dieser
Geschichte hängen bleiben. Das sah gar nicht mal so unschlecht aus. Nee. Ach, das ist der Schwarze. Ach, du liebes bisschen abhauen. Das ändert sich jedes Mal. Du denkst, da wäre der Graue hinterher. Dann kommt dir der Schwarze. Folgt dir der Schwarze. Okay. Oh, wenn der Schwarze mir dann folgt, dann kann man ihn... Oh nee, jetzt ist der Feuerfall wieder nicht drin. Okay. Hab ich ein Geschwindigkeitskraut? Gut. Bin ich dreist. Ganz dreist. Ja. Jetzt bin ich ganz dreist. Es geht jetzt gar nicht mehr hier. Kann schnell flüchten. So. Blutspur hinterlegen. Ganz schnell was trinken, essen. Wo bist du denn? Wo sind denn hier Esszeugs? Okay. Spannend. Auch diese lustige Musik im Hintergrund. So. Jetzt ist eine gute Mucke dabei. Oh, eine richtig spannende Mucke hier. Ja, jetzt wird es wieder smooth. Der Mucke her. Ah ja. Also ich habe ja ganz... Moment. Ja, da ist der schwarze Goblin. Den habe ich wenigstens mal erwischen können. Ich könnte das Spielchen so weiter treiben. Schwarzen Goblin noch mal so ganz dreist ankommen. So. Ja. Oh, Alter. Ah, okay, das ist. Das muss so sein. Die jetzt für Gespirenzchen da. Okay, die wollen mal in den Tod springen. Ja, von mir aus. Gefahr gebannt, Gefahr erkannt. Okay. So können wir das Let's Play auch beschleunigen. Die sind jetzt erstmal weg. Hammer. Hammer. So, jetzt sind wir in der Höhle. Was es jetzt hier zu finden gibt. Hoffentlich ziemlich viel Loot. Ja, ja, ja. Rohes Fleisch. Hallo. Gebratenes Fleisch. Na, siehst du, das entschädigt doch ein bisschen. Und eine Dunkelpilzkiste. Ruhe. So, 5 Dietriche und Olex Lyrik, da ist er endlich. So, jetzt gehen wir wieder aus dem Tunnel raus. Das heißt, ich habe einen Trick hier. Nicht, dass ihr denkt, das wäre irgendwie... Aber ich habe da so ein Schalterchen an meinem Mischpult. Da habe ich schon mal was voreingestellt gehabt. So als kleiner Effekt, wenn du in eine Höhle reingehst. Aber das... Muss ja nicht immer so sein. So, wir haben jetzt Olex Lyrik. Das heißt, mal gucken, ob ich jetzt in die Burg kann. Na, perfekt. Die kurze Strecke. Die kurze Strecke hätte ich auch gehen können, ne?
So. So, ganz wichtig, abspeichern. So, entweder ist Oleg der Lolek oder der Bolek. So, das müsste er sein. Nee, das ist Rekrutus. Oder er ist irgendwo, war da sonst immer hier irgendwo auf dem Aussichtsplattförmchen? Auf dem Aussichtssandförmchen. Oder in seinem Zimmer. Irgendwo war doch Lolex. Nee, das war Gunthers Zimmer. Oder Olex? Nee, Gunthers. Oh, das finde ich auch mal gut. Ich will auch mal Armbrustschießen üben. Wird sich das jemals ändern? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Waffen genischt. Natürlich nicht gemerkt, wo jetzt Oleg sein wird. Aber ich hoffe, dass er oben bleibt. Ja. Waffenknecht. Jonas. Ja. Jonas. Dann ist Oleg drin. Gucken wir mal, wie spät haben wir es denn? 11:44 erst. Moment, hier ist ein Kochherd. So, 10 Stücke Fleisch braten. So, hätte ja auch alles braten können. Sehr schön. Kneter, Kneter, Knödelpeter. Na, jetzt aber. Nee, ist immer. Ich habe bis jetzt hier noch keine Lecks gefunden, also hier im Live-Spiel, beziehungsweise hier im, da ist Oleg, aber bevor ich ihm seine Lyrik gebe, ach, südländische Verteidigung, gucken wir mal. Hab ich schon gelesen. So, aber bevor ich Oleg seine lustige Lyrik gebe, das war so ein braunes Buch, gucken. Das Lied der Reue. Am Anfang war die Macht rein und pur. Heute bleibt nur noch das Echo vom alten Schwur. Die Zeiten der Einheit lang schon lang dahin. Nach Hab und Gut steht uns der Sinn. Nun der Sinn. Geteilt ist nun was eins zusammen. Verflucht der Geist, der uns genommen. Voll Sehnsucht sind der unseren Lieder. Die Einigkeit kommt niemals wieder. Ja, richtig. Zu Oleckchen. Hey. Hier hast du den Text deines Liedes. Danke. Und hier ist deine Belohnung. In der Höhle waren allerdings ein paar Goblins. Das hättest du mir ruhig sagen können. Ach, schon wieder? Ja, zuweilen treiben sich da ein paar herum. Ach, tut mir leid. Ich hab nicht mehr dran gedacht. Schon gut. Sag mal, hast du den Text wirklich geschrieben? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich meine... Aber wie kommst du jetzt darauf, dass der Text nicht von mir ist? Weil ich diesen bereits kenne. Aha. Also, wie sieht es aus? Ich denke mal, dass ein weiteres Leugnen nicht mehr hilft. Ach, na schön. Der Text ist nicht von mir. Und warum behauptest du das dann? Ach, weil meine Texte nicht so gut sind. Als Dichter bin ich nun mal eine Niete. Na wenn schon. Das ist noch lange kein Grund, sich mit fremden Federn zu schmücken. Du hast ja recht. Wird nicht wieder vorkommen. Versprochen. Na Kopf hoch. Vielleicht wird daraus ja noch was. Du musst wahrscheinlich nur mehr üben. Vielleicht hast du recht. Ich sollte es nochmal versuchen. Mach das. Viel Erfolg noch. Ja. Herrlich. Das gibt doch wahrscheinlich wieder einen neuen Tagebucheintrag. Aber erfüllt ist die, wa? Oleks Lied ist erfüllt. Okay. Oleks Lied ist erfüllt. Das hier auch. Und, ja.
schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Oh, nicht hängen bleiben. Beziehungsweise. Kurzes Logbuch gucken, Kundschafter. Okay, das ist das mit dem Schiff, die rote Mimi, die alte Bibliothek, Vater, Butter, Büchsenmacher, Anheuern, alte Geschichten. Versunkene Flotte der Alchemist, geheimes Reiseziel, Horn eines Schattenläufers, Heim und Schlaf, Grundausbildung. Ich habe jetzt die Grundausbildung. Ja, ich brauche natürlich Erfahrungspunkte, eben, ne? Das ist natürlich klar. Es war 30-30, ich glaube 30 Stärke, 30 Geschick. Ja. Bei Lernpunkten kommt nicht so nicht weiter. So. Jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Quests ich dann, wenn ich das abgeschlossen habe mit Oleg und Oleg, wie es dann weitergeht. So, ach, ich gehe mal zum Wenzel. Hey! Hat er noch eine Geschichte offen? Erzähl mir. Erzähl mir, was du erlebt hast, Wenzel. So, über die rote Mine. Gut, Roland. Es freut mich, dass du dich für meine Erlebnisse interessierst. Warum nicht? Erzähl mir doch heute mal was über die rote Mine. War sie wirklich so ergiebig? Ja, das war sie. Obwohl sie nicht vollkommen ausgeschöpft wurde. Wieso denn das? Bisher habe ich immer nur gehört, dass dort nichts mehr zu holen ist. Nun, in den Nebenstollen wirst du auch nicht mehr viel Gold finden. Aber im Hauptstollen ist mehr oder viel mehr wahr, mehr zu holen. Was jetzt? Wahr? Oder ist? Nun, damals als noch Lord Sintram Kommandant von Athanos gewesen war, wurde der Hauptstollen noch genutzt. Lord Sintram war übrigens ein sehr fähiger Offizier, der unter anderem dafür sorgte, dass unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich verbessert wurden. Er hat nämlich... Schön, Wenzel, sehr schön. Aber lass uns über Lord Sintram bitte ein anderes Mal reden. Du sagtest vorhin, dass der Hauptstollen damals noch genutzt wurde. Es gab also in der Mine sehr viel Gold. Ja, die Mine war sehr ergiebig. Es gab nicht nur Gold, sondern auch Schwefel. Darum mussten wir Buddle uns immer tiefer in die Mine graben. Eines Tages gab es einen Erdrutsch, der eine größere Höhle freilegte. In dieser Höhle fanden wir ein riesiges Gold- und Schwefelvorkommen. Leider aber fanden wir dort auch etwas anderes. Crawler, Roland. Eine Menge Crawler. Rote Crawler. Rote Minecrawler? Ja, warum wundert dich das? Das rote Gestein und der rote Staub sind doch überall und ausschließlich auf Athanos zu finden und machen die Insel zu einer Besonderheit. Dass die hier lebenden Crawler dieselbe Farbe haben, wundert mich daher nicht. Nur, bisher hatten wir diese Viecher noch nie gesehen. Nun aber sollte sich das ändern. Es waren eine ganze Menge. Die Paladine versuchten zwar des Crawler-Problems Herr zu werden, aber vergeblich. Immer wieder tauchten neue auf. Das Leben der Buddler wurde von Tag zu Tag gefährlicher. Aber das Schlimmste kam noch. Eines Tages, es müsste irgendwann in der Nacht passiert sein, wurde der Hauptstollen, der zu der Höhle führte, durch ein weiteres Beben verschüttet. Sofort versuchten wir, den Zugang wieder freizulegen, aber es kamen immer neue Felsbrocken herab und einige von uns wurden verschüttet. So gab man es schließlich auf, wieder in die Höhle zu gelangen, und so blieben die Reichtümer in der Mine für uns für immer verschlossen. Allerdings gab es immer wieder Buddler, die heimlich versuchten, in die Stollen zu gelangen. Die aber kamen fast alle bei dem Versuch um, so dass Lord Sintram am Ende beschloss, die Mine zu schließen. Das konnte er ohne weiteres tun, da in den Nebenstollen nicht mehr viel zu holen war. Lord Sintrams Nachfolger wurde Marbot, und er hat das Verbot bis heute aufrechterhalten. Also ist in dem Hauptstall noch was zu holen? Ja, aber wie soll man hineingelangen? Den bisherigen Gang kann man nicht wieder freimachen. Die Einsturzgefahr ist einfach zu groß. Lass da lieber die Finger von. Aber die roten Crawler,
Die müssen doch auch irgendwo hergekommen sein. Da hast du allerdings recht. Am Ende der Mine gab es eine riesige Schlucht. Mann, war die tief. Dahinter gab es einen großen Gang, der weiterführte. Aber der Spalt war zu groß. Vielleicht kam ja die Crawler von dort her. Naja, was soll's. Soll nicht mein Problem sein. Selbst wenn man einen Zugang zu diesem Gang entdecken könnte, würde das nicht viel nützen. Der Spalt war, wie bereits gesagt, einfach zu groß. Da kommt keiner rüber. Jetzt weißt du übrigens auch, warum die meisten Bewohner damals Athanos verlassen haben. Nachdem es keine Arbeit in der Mine mehr gab, sind sie fast alle nach Myrtana gegangen. Und das ist auch schon alles, was ich dir von der Roten Mine erzählen kann. Wie gesagt, ausgeschöpft ist die noch lange nicht. Interessant. Aber ich denke, wir behalten die Geschichte lieber für uns. Marbot würde sonst ganz schön sauer werden, wenn wir jedem erzählen würden, dass es in der Roten Mine noch was zu holen gibt. Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Na, dann werde ich am besten nicht mehr darüber reden. Keine Ahnung, sag du's mir. Und du wirst den anderen auch nichts davon erzählen, oder? Darauf kannst du dich verlassen, Wenzel. Ich werde schweigen wie ein Grab. Das war jetzt lang genug. Das hätte man auch skippen können, aber für Leute, die das Spiel noch nicht kennen, habe ich es mal ausspielen lassen. Na, also die Leute, die eh skippen, sag ich mal, und Wenzels Geschichten kennen, ist klar, da brauchen die das nicht nochmal hören. Keine Ahnung, sag du es mir. Gut. Ich frag ja keiner. Gehen wir mal in den Turm rein. Vielleicht ist da irgendwie was Neues. Oh? Das hätte ich dir vorher sagen können. Warum ist denn der eben in die Knie gegangen? In die Knie. Das ist kein Geheimnis. Theodor. Hey. Warum erfahre ich das jetzt erst? Und Theodor, mal gucken. Hallo, Theodor. Na? Große Aufträge hat ein also, Schmied wie. Ja, okay, alles. Kennen wir. Zeig mir deine Ware. Das hätte 50 er doch Pfeile für 3 Gold. Was heißt's? Immer wieder das Gleiche. Kann eigentlich auch selber welche herstellen, aber in der Umgebung gibt's nichts mehr. Ich hätte das nicht gedacht. Ich könnte das nicht erlauben. Insgesamt 52. Okay, muss ich investieren. Bolzen brauchen wir nicht. Okay. So, Bruno, das ist der Verkäufer. Irgendwann muss es ja so kommen. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich will mal gucken, ob ich schon mal ein bisschen zum... Das ist doch nichts Neues. Magier, zu diesem Saiyan vorkomme. Moment, stopp. Daran wird sich nie Das war, glaube ich, ja. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Das war die Schlafküche. Man erzählt sich ja so einiges. Und das war der Kifferraum. So, und dann haben wir hier oben noch. Ganz oben. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Richtig. Und wie wir den richtigen Schlüssel finden und von wem wir den kriegen, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Folge 24, oder? Ich glaube ja. Ich war schlecht vorbereitet, sorry. Aber ich wollte erstmal den Fokus setzen auf eine schöne Grafik. Ach egal, jetzt verquatsche ich mich. Ich wünsche euch was. Subscribe me, Daumen hoch, Kommentare, wie hat es euch gefallen? Ist es besser geworden vom Ansehen her? Ist es flüssiger? Würde mich mal gerne interessieren. Bitte schreibt mir mal einen Kommentar. Empfehlt mich weiter. Ich brauche noch Abonnenten. Das interessiert mich nicht. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten das Folge auch wieder. Tschüss. Immer wieder. So, Heilpflanze. Muss ich mich wieder reorientieren. Oh, ich habe eine Heilpflanze gefunden. Schön. Ist mir aus der Tasche gefallen. Gut. So. Na, da ist er schon, Kobo. Oh. Ja, das ist Moonwalking. Gobbo Moonwalking. Was mache ich denn da? Schließlich wollen wir auch mal an Olex Laute ran. Oder wie das heißt.
Olex Laute, ja, das ist die Quest Olex Laute, aber er hat ja noch irgendwie einen neuen Text geschrieben. Hoffentlich steht da nicht so ein Scheiß drin wie Ali, 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 Ali. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann das alles nicht hören. Bin kein Fan von subdeutscher Schlagerkultur. Das sag ich jetzt mal gleich. Okay. Einstecken, flüchten, springen. Nicht auf den Kristall steigen!